wurde schon lange. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir haben hier ein kleines Problem mit unserem Runner hier, weil der schießt ständig auf die Leute von der Bruderschaft. Und deshalb, um dafür zu sorgen, dass er vielleicht noch... Nein! Ach komm, das war jetzt... Hancock, du bist schuld. Und um dafür zu sorgen, dass er es überlebt, ja, muss ich ganz, ganz schnell den Dungeon-Dings... Jetzt nicht der Ernst, dann laden wir halt nochmal. Wie kann man da jetzt runterstürzen? Echt scheiße. ja, ich habe einen anderen Spielstand, also Spielstand, einen anderen Speicherort, weil ich ja Müll wegschaffen war. Und ich wollte versuchen, die Bruderschaft, die da ständig auf den Runner schießt, sogar mit Hubschrauber, also mit Fluggerät, zu umgehen. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen oder schauen, dass wir hier ganz schnell vorwärts kommen. Vielleicht gibt es da so ein Dungeon. Ja. Und hier hat sich da ein kleines Dingens hier aufgemacht. Machen wir später. Ich möchte zuerst das hier fertig machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Naja. Hätte ich nicht so viel Müll aufgeklappt von den Runnern, die dort sind. Runner? Meinst du jetzt Runner? Ich habe keine Ahnung mehr. Werden wir gleich sehen. So. Ist schon ein Zeitl her, dass wir das letzte Mal hier waren. Also besser gesagt ich. Jo. Na los. Und diesmal bitte Hancock, schleich dich. Lästig, echt. Na los, bitte lad. Ey, fängt der Start schon richtig geil an. Hancock, geh auf die Seite, aber flotti. Ja, ich stürze nochmal runter. Hancock, Alter. So. Also ich probiere hier, ja, es ist komplett sinnlos, irgendwie schnell davon zu kommen. Das ist überhaupt nicht möglich. Ihr müsst bedenken, die kommen wirklich mit dem Hubschrauber nach und ballern auf den Runner ein. Ist ja klar, Bruderschaft und Sünd verdrängen sich überhaupt nicht. Na warte, da geht's lang. So, hier. Hier rüber. Ja, sie kommen eh schon. Hier rüber. Boah, das war jetzt knapp. So, ich will noch schnell hier alles auszuloten und ich hoffe, dass wir hier irgendwie... Was? Ah! Da ist so ein Trottel. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, na, logisch triff ich ihn nicht. Logisch. Wo bist du denn jetzt? Da. Hahaha. Der war schön. Der war schön. So. Hier geht's. Ging's hier rüber? Nein. Warst du richtig? Alles gut. Hier geht's lang. Tür mach auf. Aha, versperrt schon wieder. Aha. Nein. Ja. Das wär's. Yes. Ich pierre das ganze Zeug. Jo, ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen beeilen. Eilen, eilen, eilen. Was? Das war der, glaube ich, im Hubschrauber. Ach, was für ein Kack. Aha. Passt. Nachladen. Hier rüber. Such, such, such. Boah, das sind echt, das sind Riesen. Also, da wäre sicher auch cool wohnen und leben. Da ist nichts drin. Da haben wir was. Auf so einem, wie soll man das nennen, Schiff. Schifffriedhof hier eigentlich eher. Da ist auch mal was. Können wir ausschalten. Ja, mir brauchst du nicht abballern, ich bin unschuldig. Ich kann nichts dafür, wenn die Deppen da auf dich schießen. Was? Da ist noch wer? Hallo? Wo? Wer? Du? Servus. Und tschüss. So, ja, ja. Hier noch schnell glubschen. Jawohl. Das hier wird wohl nichts sein. Einen Moment, bitte. Musste ich mal kurz husten.
So. Na komm. Ach. Na. Jawohl. Schön. Super. Boah, haufenweise Schrot. Sehr gut. Haufenweise Schrot. Ja. Haufenweise Schrot. Na. Was haben wir hier Tolles? Bis auf den Raider-Ödländer hier. Und da ist noch was. Und da vorne ist nix. Da. Wodka. Ja. Yeah. Ansonsten ist hier nichts. Da geht's nur. Okay. Hier runter. Okay, hier. Alles klar. Schauen wir noch darüber. Was? Ah, da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Haha. Erwischt. Boah, das war eng. Lalalala. Schau, da drüben ist auch so komischer. Quatsch. Quatsch. So. Irgendwo hier ist ein Raider abschauen. Puh, hoffentlich ballert das große Ding nicht auf mich. Sind da gerade Trümmer? Ja, tatsächlich. Moment, da war er doch irgendwo, oder? Ich habe hier gerade ein Mannspiel gesehen. Boah, schau mal da drüben. Die haben da eine ganze Stadt gebaut. Ihihi, die haben wir erwischt. Ja, den auch. Ich scheiß mir an. Entschuldigung. Das sagt man nicht, ich weiß. Na, bleib stehen, bleib stehen. Na, nichts erwischt. Ich muss aufhören zu atmen. Na komm. Na, jetzt erwischen wir dann nicht. Komm. Ach, Kacke. Wo rennt denn der Monant? Du bist ja ganz schön hippelig. Ist jetzt gestorben? Schaut jetzt nicht so aus, oder? Der schaut gerade komisch aus. Ah, nein, nicht schießen. Immer wird noch geballert. Ich sehe aber niemanden mehr momentan. Oh, dann muss das dabei mal reichen. So lala, so lala, so lala, lala, lala. Servus. Man, der hat sich mal hingesetzt. Der geht's nicht so gut. Der ist ein bisschen schlecht geworden. Ist außer Müll nichts. Mhm. Da hat sie ihren eigenen Balkon. Ups, Mikro angestoßen, Entschuldigung, weil meine Nase juckt. Die juckt. Das hat sie heute vorgenommen. Heute juck ich mal. Ja, heute juck ich mal. Jucki juck. Ah, da macht was. Jucki juck. Was? Okay. Da ist nichts sonst. Alles klar. Hoch, rüber, ruck. Da geht's nicht lang. Oder? War ich jetzt hier auch schon? Ne. Da war ich noch nicht. Nein, da ist nichts versteckt. Jo. Alle hopp. Na komm, ruck. Brav. Hoch. Für. So, Alter, wer hat denn das gebaut? Hut ab echt vor den Raidern. Muss man echt sagen, Hut ab vor den. Bautechnisch gesehen sind sie wahre Meister und Künstler. Aha, das war wieder ein Topfen, was ich gemacht habe. Boah, Hancock, hallo. Bist auch mal da. Huch, Schatzel, du bist mir leicht im Weg. Statt eines freudigen, ja, Hancock ist da. Schatzel, du bist mir im Weg.
Ja, Ausraum. Alles mitnehmen. Das muss man immer tun. Also hier halt. Hui. Da geht's auch rauf. Was haben wir da? Nix. Ehrlich, nix. Nix. Nicht ins Wasser fallen. Ich tu mal speichern. Recht habt's. So. Recht habt's, weil das lief gerade gut. Ich war nicht so ungeschickt wie sonst immer. Was? Wer ist ins Baden gegangen? Ach so, wahrscheinlich musste ich mich nochmal kurz erleichtern. Alter! Viecher, was ist denn mit euch? Boah, die schauen echt wild aus, ne? Die schauen wild aus. Hui! Yeah! Schön gelootet. Die hatte ich jetzt schon, ne? Die hatte ich schon. Jawohl. Da drin war ich jetzt auch schon. Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Nein. Da ist nichts. Oh, ruck. Und weiter gehen wir. Weiter, weiter, weiter. Ach so, da geht's. Aha, da hat man gleich eine Sandbank. Jetzt kommen wir schon bald vor wie beim wie bei einem Minecraft-Spiel. Ne? Boah, da. Ja, wo? Da. Hallo. Na, nicht abdrängen vom Weg, bitte, lieber Hancock. Aha, da ist eine. Ich versuche sie zu bekommen. Na. Hui. Hui. Ja, Schatzel, du kannst. Das war eine Rückmassage für ihn. Wieso kann ich die jetzt seit neuestem nicht mehr looten? Am Anfang ging das voll super. Ja, da schwimmt ein Reifen. Die neue Touristenattraktion. Übers Radioaktiv verseuchte Meer mit einem Reifen. Jawohl. Um die Hüfte. Ui, eine Kochstation. Noch eine. Ja, auf. Das ist ja ein richtiges... Was? Hast du Lust, ein paar Raider zu erledigen? Ja, ja, bin ja eigentlich eh dabei. Huch, sag einmal... Würdest du mit der Powerrüstung darauf tanken? Jawohl. Jo, wenn ich es weitermache, kann ich das Dim-Paket gleich brauchen. Ach ja, zum Glück haben wir noch was zu essen mit. Okay, da oben ist gar nichts. Nix, 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 nix. Weniger als sonst. Okay, ho, ruck. Das heißt, wir müssen dann darüber, ne? Da rüber, ne? Ah, ba, die habe ich nicht gesehen. Huch, der Deichsel. Da hinten wird wohl nichts sein, oder? Schauen wir mal. Eine Farm. Der noch schnell einen Besuch abstatten. Wäre auch so eine Geschichte, oder? Ich dachte, das ist eine Schlange. Da war das ein Holzstück. Sieh hier irgendwas? Liegestützen, Liegestützen, genau. Eine Liege haben sie aufgestellt, aber mehr scheinbar dann auch nicht. Ich wollte nämlich nur zur Farm einmal. Aha, da hat jemand einen Baum gefällt. Jawohl. Was? Fischreste. Da muss es ja stinken. Norfhagen Peach. Ah, die da. Die da. Super, das ist schön. Haben die Karotten? Ich glaube, die haben Karotten oder so irgendwas. Super. Und jetzt nichts wie zurück. Ja, Entschuldigung, es ist ein bisschen eine wilde Herumrennerei. Aber die wollen das so. Und da gibt es irgendwo dann eben einen Dungeon. Scheinbar. Oder ein Häuschen, irgendwas. Ein Zimmer, was weiß ich. Wahrscheinlich beim großen Schiff. Da ist eben unser Synth versteckt. Den wir zurückholen sollen. Okay. Das heißt, die haben eigentlich tatsächlich alle wirklich eine Fehlfunktion. Und die Synth wären eigentlich gar nicht in der Lage, laut unserem Sohnemann, frei zu leben. Bip, 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 bip. Was gibt's da zu biepen? Kann man hier rauf? Oh, das geht echt.
Was? Was piept denn da so komisch? Das machen eigentlich nur die Roboter, oder? Übrigens habe ich ganz vergessen zu erzählen, als ich den Müll nach Hause gebracht habe, ne? Also zurück zur Siedlung, habe ich mich wieder mal frecherweise erlaubt, unsere Powerrüstung ein bisschen aufzuwerten. Und jetzt schaut's einmal, ihr werdet euch schon wundern, warum ich so viel tragen kann. Jo, das liegt daran. Schau mal, wir können jetzt 422 Sachen tragen. Allein wir schon. Ich habe mich nämlich erlaubt, bei der Powerrüstung, da geht ein Lief drüber. Jetzt aber nicht dein Ernst. Jetzt muss ich wieder darüber hatschen. Jedenfalls, ich habe mich erlaubt, an der an der Powerrüstung, fix noch einmal, eine Tasche anzubringen. Ich habe nur mal eine einzige gemacht und habe schon 100 Plätze mehr zum, also 100 Kilo, keine Ahnung, Gramm, mehr zum Schleppen. Kilo eher. Oh, Verkäufer, bitte, was haben die da denn? Oh, alter Schwede. Und Deutschland, Österreich macht sich Sorgen wegen Hitler. Die brauchen nur 200 Jahre warten, schaut es wieder fast so aus. Bah, was war... Sind das Ratten? Och mein Gott, jetzt bricht mir gleich das Herz. Und ich raub die auch noch aus, ich... Oh Gottchen, ist das furchtbar. Ich finde es gerade furchtbar. Alle tot. Da haben sie einen ertränkt. Kann man das betätigen irgendwie? Die haben den ersaufen lassen. Hier ist noch jemand. Na, du bist nur du da. Da soll ich rüberkommen? Wie könnt das, wa? Ja, ich wusste, dass es geht. Nee, wusste ich nicht. Was? Aha, da drüben. Da. Da. Bleib stehen. Ja. Bam. Da schau ich das an. Der hält sogar was aus, die Schwein. Nichts erwischt. Na scheißlich. Warte mal. Luft anhalten. Jawohl. Geht ja. So, hier rüber. Da waren wir fix noch nicht. Bam, Alter. Aha, da müssen wir eh hin. Es war eigentlich eh richtig, was wir da gemacht haben. Also ich eigentlich, wenn was in die Hose geht und so, war das ich, und wenn es gut läuft, sind es wir. So. Was dachte ich, da draußen schwimmt eine Raunze oder so? Himmelsseiten. Aber da ist nur ein Rohr. So. Da. Halt. Eine Waffenbank. Ja, super. Was mache ich denn damit jetzt? Nix. Verstehe, da haben dann quasi Verkäufer, haben da mal gelebt, bis diese Raider Krippeln gekommen sind und denen allesamt, ja, die Ohren lang gezogen hat. Ih, das ist ein Müllberg. Ah, ich sehe dich. Ich sah dich. Ich hab's nicht gesehen, jetzt ist sie weg. Ah! Erwischt! Und sie hat nichts gemerkt. Nein. Sie hat jetzt einfach nur einen Schwächeanfall gehabt, das ist die Hitze. Bei der Rüstung, die du da tragen sollst und musst, ne? Bei dem
bei dem Wetter? Was zum Teufel? Ist das ein mutierter Delfin? Yep, ein mutierter Delfin. Ein mutierter bauchloser Delfin. Ja, das scheint so zu sich so zu gehören. Futter da. Ach, hey. Was haben wir denn da? Ah, das haben wir schon. Da war ich schon. Ja gut, so schlau war ich schon. Gut, brav, brav. Brav, brav. Ist hier sonst irgendwas? Bei so viel Müll ist das schwer zu erkennen ab und zu. Halt hier vielleicht ein Tresor? Schau dir das an. Ist da... Huch, da. Ist da echt ein Tresor liegen? Aha, aha. Schau, super. Cool, das kann man wirklich so sagen. Eine neue Buffen, da schauen wir mal. Schicke Haarbürste. Her mit allem. Her. So, nachgeladen ist. Passt. So. So, bip. Ja, sicher, schieß mal Hancock. Okay, na, da geht gar nichts. Wenn das schon so deppert piepst, dachte ich nämlich, dass es hier vielleicht eventuell so eine Scharfschützen-Dingens geben könnte. Aber ich höre es dabei nur piepsen, sonst nichts. Könnte sich aber auch um den Synth handeln, den mein geliebter Sohnemann da haben will. Auf jeden Fall, wir gehen da mal ruf. Wir gehen da ruf und tun das Knopfi drücken. Drucki druck. Na, Knopfi nicht drucken. Knopfi nochmal drücken. Kommt er zurück? Scheiße, ich habe es nicht. Das war nur zu Vorführungszwecken. Also so schaut der Lift einmal, also mal aus, ne? Also die Gondel schaut so aus, wenn sie nicht beladen ist, ja. Gleitet sie angenehm rüber. Und ja, wenn man den Knopf hier drückt, ja, dann fährt sie wieder her, genau. Ohne Passagiere. Ja, so gehört sich das. Scheiße. Ich trottel. So, dann hat irgendjemand den Knopf hier für uns gedrückt. Eigentlich. Und jetzt drehen, genau. Jetzt gehen wir da rein und drücken das Knopfi. Boah, so eine Vorrichtung wäre echt schön dann mal. So, beim Starlight Drive-In wäre es ja voll cool eigentlich, ne? Von ganz oben, bei dem höchsten Gebäude, ein Seil spannen bis rüber, so schräg runter, ne? Aber ich glaube, wenn es schräg geht, schräg ist, dann wird der Motor das nicht lang mitmachen. So. Huch. Und wir sind da. Herzlich willkommen auf der Santa Barbara. Wir werden bald ablegen. Bitte beziehen Sie Ihre Kojen und machen Sie sich's gemütlich. Ja, genau. Ja. Aber das wäre echt eine geile Hütte, muss ich echt sagen. Also zum Wohnen. Dass sie wieder zu einer Siedlung machen, wäre mir echt lieb. Ich meine, nicht, dass da drüben nicht unbedingt, aber das Schiff ist cool. Aha, da haben wir. Da haben wir was. Na komm, looten. Yeah. Sonst ist da nichts. Bitte, Burschen. Puh, lasst mich rauf. Ich tue auch gleich wieder speichern, bevor ich wieder einen Senkwärtsstart ins Wasser mache. Burschen, lasst bitte die Dame durch. Boah, pff. Ja, die haben selber Angst, ins Wasser zu fallen, aber die können sich ja eh porten. Was mir leider verwehrt bleibt. Wer hat dich denn schon ausgezogen? Nimm, was du kannst. Ich passe auf. Aha. Weißt du, was war das? Nix. Rüstungswerkbank. Haben wir hier noch was? Eine Zeitung wäre... Boah, der ist sicher... Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schwimmen. Ja, vor allem bei deinem Kopf sauf weniger. Oder mehr, dann hörst du uns gar nicht. Dann können wir dich besser erschießen. Du Depp. So, dann geht's hier rauf. Jawohl, in den nächsten Stock. Ah, hallo. Ich weiß, wir sind auch gegangen. Aber es ist einfach lustig.
So ist es lustig. Ich werde bald überladen sein. So ist es lustig. La 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 la. Hm, da fehlt noch ein Stuhl und dann. Ich sehe schon Geister. Oh, oh, das kann leicht sein. Vielleicht sind auch nur deine Augen schlecht. Vielleicht solltest du ein paar Karotten essen. Ein paar Möhrchen. La la la. Schmeißen damit die Trümmer rum, ne? Aber eine schöne Bar haben die da. Echt, das würde mir auch sehr gut gefallen. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ja, ja. La la la. Ui, wir sind überladen zum ersten Mal. Hancock, Schatzel, könntest du wieder bitte die Einkaufstüten tragen? Was soll ich tun? Da hilf mir schleppen, bitte. Ja, wir sind Schlepper. Nur schleppen wir Schrott und Müll mit uns rum und keine Menschen. Ha, na, na, na. Halt, die brauche ich. Weil kein Dings dabei war. Das war zu voreilig. Das war zu voreilig. La, la, la. La, la, la. So. Ui, Flanellhemd. Was? Wieso habe ich jetzt alles rüber? Ach so, weil es eins zu viel ist, ne? Weiß ich nicht. Mal eins. Jetzt bin ich gleich wieder nackig. Entschuldigung. Aber nicht mehr lang, ich ziehe das eh gleich an. So, la 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 la. Was? Schon fertig? Okay. So, mir ist leicht kalt. Das ist nicht der Ernst jetzt. Mein Gott. Ja, dann zieh sie doch aus, die Deppe, die Rüstung. Hallo? Jetzt. Entschuldigung. Mir war so warm da drinnen, was soll ich denn machen? Scheißendreck. Einmal passt wieder nicht auf und dann ist wieder leer. So, also, Flanellhemd. Wobei, da wäre mal was anderes auch nicht schlecht, oder? Sportbekleidung. Unterhemd und Jeans. Hm, machen wir mal sowas, oder? Ein anderer Look. Wie schaut man aus? Ja, das schaut gut aus auch. Das gefällt mir auch sehr gut. Einen anderen Look. Look, look. La la la. Ho, ruck. Zack, 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 zack. Passt. Dam, dil, da, da. Huch. So. Komm schon her, du Wichser. Was? Wie redest denn du mit mir? Die haben ja überhaupt keine Manieren. Ach, wunderbar, Dingens. Aber überhaupt keine Manieren. Da ist irgendwas. Der lässt gleich mal den Kühlschrank offen. Alter Schmortopf. War da noch was? Eine Spachtel. Das ist ja eher. Habt ihr das für einen erschossen? Tatsächlich. Hallo, das wäre für mich gewesen. Das sind meine Erfahrungspunkte. Ui, da haben wir einen Wecker und eine Zahnbürste. Da schaut aber jemand sehr auf Hygiene bei Zeiten wie diesen. Oh ja. Was? Sind wir da schon fertig? Jetzt der Nigelsturm? Jawohl, da drüben ging es rauf, ne? Schaut mal, Burschen, was ihr da für eine Sauerei gemacht habt. Wenn ich jemanden erschieße, dann sind die Teile wenigstens am Boden verstreut. Na, unglaublich. Lalala. Lalala. Lalala, da haben wir wieder ein paar Bierfläschchen. Ist hier vielleicht so ein Heilmich-Dings? Nein. Ich glaube, jetzt haben wir alle umgeschossen. Es wäre auch... Ui, da, fast übersehen. Es wäre ja auch von Vorteil, so wie ich, da ich jetzt ja Hancock als meinen Partner habe, ne? Wäre es ja gar nicht mal so schlecht, wenn man des Öfteren mal aus seiner Bauerrüstung schlüpft und sich auf einer Matratze niederlässt, also breit macht, ne? Dann kriegst du nämlich Bettgeflüster als Buff, sag ich mal, als kleiner Bonus. Und alles, was man daraufhin an Erfahrungspunkte kriegt, ist halt vermehrt. Scheißendreck. Also nicht das Scheißendreck, weil es halt auf die... Ja, wurscht. Das war jetzt auf die Haarspange, Klammer hier. Geschafft. Gedacht. So, alles genommen. Sehr fein. Sehr fein. Könnte man eigentlich probieren. Kann ich? Darf ich aus meiner Bauerrüstung? Ja. Gerne mal ein Nickerchen machen. Dann kann ich es euch ja demonstrieren. Ich bin überfüllt. So. Ein Stündchen reicht schon mal. Wen haben wir denn da? Jawohl. Ich träum wohl noch. Ja, du träumst, Herzchen. Schwupp.
Immer so nett, der Hancock. Gell, Schnucki? So. La 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 la. La 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 la. Nanu, nana. Hallo, hallo? Hä? Was? Echt? Rettungsring? Na, echt, den können wir mitnehmen? Ups. Den unteren habe ich liegen lassen, weil ich gedacht habe, das ist Müll. Scheiße. Wurscht. Ist schon passiert. So, wo geht's jetzt? Ah, warte, der Gang. Ja, da gab's irgendwo. Gab's da noch eine Leiter? Jawohl. Genau, die meinte ich. Yeah, ein paar Patrönchen. Und hier ist auch noch vielleicht. Yeah. Zigarette, Aschenbecher, Whisky, ein Haufen. Da ist auch noch eine Flasche. Super, super, super. Suffköpfe, jawohl. Boah, die haben es da. Umso höher du wohnst scheinbar, umso schöner hast du es eingerichtet. Wie mir scheint. Ah, das schau her. Gleich mal Griff. Boah. Also da wäre ich auch nicht abgeneigt zu wohnen, ehrlich wahr. Aber da bräuchte ich noch einen Glanter, aus Sicherheitsgründen. Schaut ja echt cool aus, muss man wirklich sagen. Na hopp. Da haben sich die Entwickler echt Mühe gegeben. Ihr seht es jetzt leider nicht, aber ich tue gerade Daumen hoch machen. Ihr habt da wirklich ein... Ich darf es so nennen, ich will es so sagen. Ihr habt da echt ein Meisterwerk gemacht. Echt wirklich wahr. Wenn es wirklich mal mit unserer momentanen Welt bergab geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es so sein könnte. Wo ist denn jetzt zum Teufel noch eins? Wo ist es? Dieser Synth? Der ist irgendwie nicht da. Irgendwie so als... Ach so, der ist nicht da. Genau. Der ist nicht da. Da geht's rein. Oh, Dungeon wahrscheinlich, ne? Verflixt. Warten Sie kurz, Ma'am. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ja? Was gibt's? Was gibt's? Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Seine was zurücksetzen? Sarkastisch. Gewalt vermeiden, das ist unmenschlich. Na, Gewalt vermeiden. Gut. Ich würde gerne unnötige Gewalt vermeiden. Unnötige Gewalt? Wer er auch war, dieser Typ hat sich mit Raidern eingelassen. Er will einen Kampf. Hab ich recht, X? Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Ma'am. Bereit, wenn Sie es sind. Entschuldigung, Schatz. Okay, hast ja recht. Hat das jetzt sein müssen? Ja, ich bin halt so ein Trottel. Ich glaube halt immer an das Gute im Menschen. Ne? Ja. Oh, Entschuldigung, es ist ja ein Synth. Ja. Commonwealth öffnen. Na, wenn dann da rein, ne? Also. Huch, jetzt habe ich wieder nicht geschaut. Ich depp. Langsam. Was war's denn? Eine Waffe. Das weiß ich. Aber welche? Le Fusil. Terribles. Plus 25 Schaden und Körperteil Schaden. Jedoch höherer Rückstoß. Wie viel? 120 aufs Goschel? Wow. Das ist aber nicht schlecht. Aber wir haben ein bisschen wenig Schuss. Für eine Schrot. Da haben wir nur 300. Flasche. Hey, du Floschen. Komm mit. Können wir da irgendwas schupfen? Na. Die ist natürlich in einem... Ja. Ach so. Ich weiß schon. Ich tu nie mehr schleichen. Darum, ja. Würdest du bitte... Danke. Ausrauben will ich dich nicht, du Depp. Obwohl, andererseits... Ey, ein Werkzeugkasten. Ja, ja, ja. Ja. Nein. Fix und die Geigen. Weil da nach oben hätte es gemusst. So vielleicht? Ja. Ja. Das ging ja ratzfatz. Gell? Das sagst du nichts mehr. Na, so. Zack, zack, zack. Ich depp, ich hätte vorher... Ja, das habe ich wieder befürchtet. Mist. Dass ich überladen bin, wieder wie ein Christbäumchen. Mini-Atombombe. Ich hoffe, die brauche ich da jetzt nicht. Dann ist das Schiff fort.
Commonwealth öffnen. Aha. Was? Da müssen wir echt drauf? Na, jetzt echt. Mist, ich Depp hätte noch vorher. Ja, sicher, wenn wir darauf. Sicher müssen wir darauf. Was? Sind das nicht Pilze? Ach so, der hat nur ein Holzding mit Pilze, ja. Gabriels Terminal. Okay. Oh, oh, ein Safe. Ein Safe. Zack. Cool. Cool. Jawohl. Ich nehme mal das ganze Klumpert mit. Was haben wir denn da? Hui. Befehlseingabe-Log. Ausführen, Update, Benutzer, Gabriel. Abgeschlossen, bla bla, okay. Jawohl. Archiv für Benutzer. Och du Heilige. Mai 2282. Da wären wir also. Unser neues Zuhause. Wir haben nur einen von Andersons weniger nützlichen Zehen verloren. Alter! Ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Meyerlurks aus diesen alten Pötten zu vertreiben. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Kaum einer von uns erinnert sich noch an das Leben vor den Minutemen. Was, echt? Aber es war General Becker, der die Jungs zusammengehalten hat. Jetzt ist er tot. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Milizen bekriegen werden. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wir können etwas aus dem Laden hier machen. Da bin ich sicher. Außerdem gibt es keinen anderen Weg. Oha. Jo, was draus gemacht habt's tatsächlich. November 2282. Wir brauchen deutlich mehr Lebensmittel als geplant. Die Leute haben Hunger. Wir haben das Essen zwar rationiert, aber die Späher müssen bald etwas finden, sonst bekommen wir Problemchen. Dezember 2282. Ich habe Anderson und Williams heute erhängen lassen. Bitte was? War nicht schön, unsere besten Schützen zu exekutieren, aber es musste getan werden. Ende letzten Monats haben sie Vorräte und Essen gefunden. Wir waren am Verhungern. Also habe ich nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Heute haben wir den Besuch von den Wachen aus Bunker Hill bekommen. Wie sich herausstellt, haben meine Jungs Karawanen überfallen und uns mit der Beute durchgefüttert. Ich habe den Wachen mein Wort gegeben, dass ich die Jungs gerecht bestrafen würde. Und ich halte mein Wort. Aber von Gerechtigkeit werden meine Leute leider trotzdem nicht satt. Scheiße. Februar 2282. Scheiße, es reicht. Eine weitere Karawane hat meine Jungs beschissen. Was? Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht. Wenn die Dreckskerle nicht bezahlen. Ich habe versucht, die Händler in Bunker Hill zu überzeugen, uns zu helfen und was zu essen zu geben, aber sie sind hart geblieben. Sie stecken da mit drin, da bin ich sicher. Nein, es reicht. Heute werden meine Jungs und ich ein Exempel statuieren. Au, scheißlich. Aha, so ist das. April 2283. Vier neue Rekruten heute. Meinten, sie hätten gehört, dass die Raider in der Bucht eine Menge Kronkorken an Land holen. Raider. So haben sie uns genannt. Ach, du liebe Zeit. Und sie liegen damit nicht falsch. Wir machen echt eine Menge Kohle. Bunker Hill, die Karawanen. Die bezahlen uns, damit wir nichts tun. Sie in Ruhe lassen. Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser, du Heilige. General Becker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde. Aber er ist tot und wir sind noch am Leben. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Super. Das passt perfekt, weil der Part ist gleich zu Ende. Und das passt mir vor allem auch sehr gut, weil ich werde ganz kurz mal das ganze Gekrempel wegbringen hier. Und dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part uns diesen Synth da schnappen und werden ihn, ja, zurückbringen zum Institut, wo es schöne grüne Bäumchen gibt, nicht viel frische Luft von draußen, naja, frisch unter Anführungszeichen, aber immerhin, es ist
gemütlich dort, hoffe ich, für den Synth. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.